Vom 10. bis zum 12. September haben in der Rostocker Hansemesse die Pflegemesse und der Landespflegekongress stattgefunden. Dort konnten sich Besucherinnen und Besucher über die neuesten Entwicklungen in der Pflegebranche austauschen und informieren. Über 80 verschiedene Aussteller präsentierten ihre Produkte aus der Medizintechnik, Fitness, Versicherungspakete und vieles mehr. Highlight der Messe, die Verleihung des 10. Alten Pflegepreises Mecklenburg-Vorpommern. Überreicht wurde dieser durch die Ministerin für Sport, Gesundheit und Soziales, Stefanie Drese. Der Altenpflegepreis hat zum einen zum Ziel, Dinge, die in der Pflege besonders gut laufen. Da gibt es ganz viele Menschen, die mit tollen Ideen, mit ganz viel Herzblut arbeiten, viel mehr in den Mittelpunkt zu rücken und auf der anderen Seite natürlich auch zu gucken, was gibt es denn da für Ideen, was läuft gut und was kann man vielleicht von dem einen Ort auch in ganz Mecklenburg-Vorpommern in die Pflege reintragen und transportieren. Der Wohnpark Zippendorf hat einen Wohnbereich, der durch die Azubis geleitet wird. Dort können die jungen Generationen den Tageslauf planen und selber Ideen einbringen. Unter der Aufsicht der Pflegeleitung. Dadurch lernen die Azubis, Verantwortung zu übernehmen und bleiben auch nach Beendigung der Ausbildung vermehrt im Unternehmen. Der zweite Platz ging an das Projekt Sanfte Klänge für Körper, Geist und Seele. Musiker vertont Erinnerungen von Sterbenskranken im teilstationären Hospiz Gezeiten aus Stralsund. Die Initiative Wir sind Malcho freut sich über den dritten Platz. Das Projekt setzt sich gegen Einsamkeit bei pflegebedürftigen und selbstständig lebenden Senioren ein und veranstaltet unter anderem monatlich Bingo-Nachmittage. Der Altenpflegepreis würdigt die guten Beispiele für kreative Ideen und innovative Projekte, die sich den Herausforderungen der heutigen Zeit widmen, damit nicht nur die Probleme, sondern auch das Engagement und der Einsatz der Pflegekräfte gesehen werden.